Der eine oder andere von Ihnen, von euch, ist schon einmal zusammengekommen mit Bert Hellinger. Er hat vor vielen Jahren als einer der ganz großen Pioniere das Familienstellen begründet. Und wie bei allen diesen ganz großen und großartigen Entwicklungen und Entdeckungen sind diese nicht stehen geblieben, sondern sind weiterentwickelt worden. Und es haben sich aus einer solchen Idee weitere, neuere Entwicklungen ergeben. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Alpenparlament. Ich begrüße ganz herzlich Santosch Ralf Nussholz. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist einer solchen ebenfalls Pioniere, die, ich will jetzt gar nicht sagen, in den Fußstapfen von Hellinger, aber letztendlich begründend und fußend auf dem, was er mal entwickelt hat, die Sache weiterentwickelt haben. Und das ist eigentlich dann auch schon die Überleitung in die erste konkrete Frage. Was ist der Unterschied zwischen deiner Form der Aufstellungsarbeit im Vergleich zu dem, was Hellinger vor Jahrzehnten, glaube ich, sogar schon entwickelt hat? Ja. Der grundlegende Unterschied liegt darin, dass wir bei einer systemischen Familienstellung ein System dargestellt haben, ein Umfeld. Das geht bis zu 7 Generationen zurück. Wir haben ein Lösungsbild zum Schluss dann. Das sind die grundlegenden Unterschiede zum energetischen. Wir haben 1-2 Personen nur, keine Konstellation, kein System mehr, kein Umfeld. Und wir haben keine Lösung mehr. Die fehlt. Wir haben beim systemischen Familienstellen immer noch ein Bild am Ende, wo man sehen kann, okay, da geht's hin. Beim energetischen Familienstellen ist das anders. Wir haben die Gewissheit, dass die Seele, die einfach nur eine Bewegung braucht, in der Kombination mit seinem Menschen, eine Trennung, die davor geherrscht hat, verbindet. Und in dem Moment, wo sie die Trennung wieder verbindet zu einer Ebene, in dem Moment kommt eine Bewegung zustande. Und in dem Moment wird das energetische Familienstellen beendet. Ich spreche dann einfach ab als Leiter. Das heißt, sobald Bewegung da ist, kann man aufhören. Früher war es wichtig, dass wir, ich muss mir das ein bisschen vorgreifen, wir haben früher immer Generationen gehabt, Verhaltensstrukturen, welches auf 5 bis 7 Generationen zurückgegangen sind. Ich sage mal, unbewusste Menschen leben zu 100% nur aus diesem alten Geschehen heraus. Und mit diesen Familienstellen konnten wir dann Blockaden sehen, wir konnten Probleme erkennen, Todesfälle, Fehlgeburten, Kuckuckskinder, verschiedenste Sachen, Selbstmorde. Und diese Blockaden, diese Probleme, die ein Mensch dann mit sich trägt, aus diesen Verhaltensmustern, aus seinen Eltern und Großeltern, Urgroßeltern, die bedingen sein Leben hier. Und damit hat er Probleme. In dem Moment, wo wir das dann offen machen, in diesen systemischen Familienstellen, wird das beendet. Und dadurch brauchten wir damals ein Lösungsbild. Und das, was bei Hellinger, was er dann als die Ordnung der Dinge, die wiederhergestellt werden soll und die er durch das Verschieben der Personen letztendlich wiederherstellt, nachdem er diese Dinge, die Probleme zum Teil offengelegt erkannt hat, zum Teil Sachen, die den betreffenden Protagonisten gar nicht klar waren. Also es sind spannende Sachen, die dabei passieren. Ja. Diese Ordnung der Dinge, ist die jetzt nicht mehr wichtig? Die ist schon noch wichtig. Die ist schon wichtig, viel einfacher. Und das Energetische geht einfach ins Hier und Jetzt hinein. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr 5 Generationen zurückgehen. Es geht ums Hier und Jetzt. Die ganze Karma-Geschichte, die sich auflöst, das heißt, dass wir in einem Leben das Karma abbauen können. Wir können es reflektieren, bewusster arbeiten. Da geht das Familienstellen hin mit dieser energetischen Arbeit. Was ist hier und jetzt? Darum geht es nur. Hier und jetzt. Und das war's. Das heißt, ich mache eine Arbeit, es kommt zu einem Lösungsansatz und dieser Ansatz wird beendet. Und dann habe ich als Leiter und als Klient die Gewissheit, die Seele macht sowieso weiter. Und diese Gewissheit habe ich ganz einfach beim Energetischen. Beim Systemischen musstest du halt verschiedene Konstellationen haben. Wenn wir hier zum Beispiel die Bühne haben mit den verschiedenen Akteuren, die in einer gewissen Konstellation zueinander standen, dann wusstest du, die Konstellation bedeutet das, das bedeutet jenes, das ist ein Kuckuckskind, das konntest du dann so sehen. Und dann hast du es halt geleitet, zusammengeleitet, die Ordnung wiederhergestellt. Dann haben sich alle sehr wohl gefühlt und dann konnte man das Ganze mit diesem Lösungsbild beenden. Beim Energetischen stellt sich eine Person, 2 Personen gegenüber, konträr, und man wartet. Was ist denn dann
Nein, eine Frage vorher. Wie bist du zu dieser Thematik gekommen? Über den Weg Hellinger oder über eine ganz andere Schiene? Und das dann jetzt auch wirklich als Coach und Trainer, also etwas, wo man dich ja engagieren kann und von dir dann letztendlich auch eine Hilfestellung bekommen kann. Wie bist du dazu gekommen? Mein Leben hat sich geändert in 98, wo ich ganz plötzlich in ein ganz anderes Leben reingeworfen worden bin. Vorher logisch-analytisch, bin per Du mit Computern, Einsen und Nullen, ganz klar, Schulmedizin. Und dann bin ich ganz plötzlich konfrontiert worden mit einer ganz anderen Ebene, mit der ich nichts anfangen konnte. Geistwesen, ich bin durch Geistwesen ausgebildet worden. Ich hatte ständig Saint-Germain, Kutumi, Quan Yin bei mir, die mich ausgebildet haben. Und ich dachte erst, ich bin verrückt. Ich konnte ja keinem anderen irgendwas sagen. Und die haben dann immer mit mir gesprochen. Und ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie gar nicht richtig mehr im Kopf. Gab es da einen Auslöser? Also gab es etwas, wo dieser Hebel von dem Computer-Nerd umgelegt wurde in jemanden, der mit Saint-Germain redet? Ja, ich bin aus der ersten Ehe raus, habe eine Meditation mitgemacht bei einem Bekannten von mir und habe dann plötzlich in dieser Meditation etwas gesehen. Und dann kam eine andere Frau nach der Meditation zu mir und meinte, der Wächter vor dem Turm, das war ich. Und ich dachte, der Wächter vor dem Turm, das habe doch nur ich habe doch geträumt. Das ja, war, ne, ja, so. Ja. Und damit habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und dann plötzlich habe ich Geister gesehen. Ich habe viele ältere Menschen begleitet, beraten. Und ständig habe ich dann Geister gesehen. Und für mich war es immer ganz wichtig, ich muss es verifizieren können. Das heißt, das, was ich vom Geist, der daneben mir stand, den ich sehen konnte, was der mir gesagt hat, musste ich auf der anderen Seite ganz normal mit einem anderen Menschen abgleichen können. Und dann bin ich plötzlich in so einen Modus reingekommen. Ich konnte Gedanken mitbekommen, ich konnte Gedanken lesen, ich konnte Emotionen sehen. Und für mich war alles nur noch überfordernd. Ich bin in Cafés reingegangen, mehr als 5 Leute. Ich war überfordert, weil ich habe alles nur noch Stimmen in meinem Kopf. Und dann diese 3 Geistwesen um mich herum waren und haben dann erklärt, ja, das so und so und dann das. Und ich dann immer nur so, ja, ich bin der Einzige, der euch sehen kann, ich bin doch verrückt. Und so, ja, frag irgendwas. Aber zumindest wurde es ja nicht langweilig, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte immer Unterhaltung. Ja, über morgens beim Frühstück, wenn ich alleine war, saßen 3 Leute. Ich habe ja noch diese Gewänder gesehen, die sie anhaben. Ja. Ja, und dann bin ich halt durch ganz Deutschland bei verschiedensten Sehern, Heilern gewesen. Also, ja, ganz Deutschland. Die haben gesagt, ah, du kannst das, du bist das und jenes. Und ich immer nur vollkommen überfordert mit der Situation. Konnte es nicht nachempfinden, weil ich war einfach, für mich war es gestört. Und dann habe ich angefangen, Zusammenhänge zu sehen. Plötzlich habe ich gesehen, wie Interaktionen stattfinden zwischen Menschen. Ich habe Menschen gesehen und plötzlich so flirrende Luft, schwarze Luft, Schatten. Und da waren plötzlich Verbindungen. Das konnte ich auch erstmal nicht zuordnen. Auch Verbindungen zwischen Menschen, die also in einem Café gar nicht zusammengehörten? Oder Nein. Verbindungen von Leuten, die zusammengehören? Ja. Ich konnte dann halt sehen, halt der und der gehört zusammen oder die und der. Und ja, ja. Weil ich halt die Verbindungen gesehen habe. Dann auch im Körper, wo Blockaden sind, Krankheiten und dergleichen. Und dann habe ich plötzlich immer mehr so eine Matrix gesehen um das ganze Geschehen herum. Um Menschen, um alles. Und für mich war das wie so ein Autismus. Es wurde immer schlimmer, bis ich dann in Indien war, wo es dann ganz übel geworden ist. Und ich dann wirklich ein absolutes Loch danach gefallen bin. Dann aber gelernt habe, zu selektieren, was ich vorher nicht konnte. Für mich war es aber wirklich so, ich musste alles verifizieren können und ich habe oft Geister mit nach Hause genommen, habe sie ausgefragt und habe dann mit den betreffenden, sagen wir Hinterbliebenen zum Beispiel, telefoniert, die mir dann gesagt haben, was los gewesen ist. Einmal ging es um einen Mord, dann habe ich einen Geist mitgenommen, den ich vorher gesehen habe bei einer Kundin von mir und am nächsten Tag rief sie an und meinte, ich weiß, was passiert ist und ich meinte so, sag nichts, ich weiß es auch. Und habe gesagt, ja, das war ein Mann, das war ein Ankleidezimmer und du bist umgebracht worden. Und sie, ja genau, fast den Telefonhörer aus der Hand gefallen, weil sie nicht glauben konnte, dass ich das wusste von diesem Geist. Und so musste ich dann wirklich durch diese 3 Geistwesen vor allem, dann kam Maria noch mit hinzu, Babaji, Jesus, der Erzengel. Und dann kam ich in dieses Geschehen rein, was da allumfassend ist und ich konnte Zusammenhänge erkennen. Als Matrix, als Punkte, blaue Punkte, Zusammenhänge sehen. Und so hat mich dann irgendwann das Familienstellen interessiert, weil ich wissen wollte, was ist los. Und kam ganz schnell dahinter, das Systemische mit den ganzen alten Geschichten, das interessiert mich nicht, will ich gar nicht, brauche ich nicht. Und dann kam ich so
ja, wenn wir uns gegenüberstehen, passiert da irgendetwas. Und ich warte einfach nur. Und dann kommt eine Interaktion zustande. Und so habe ich sehr schnell mit Klienten diese Art und Weise gearbeitet, indem ich sie gegenübergestellt habe. Am Anfang noch 2, 3 Leute, später teilweise nur noch eine Person. Und habe gewartet. Es geht wirklich nur noch drum. Und das ist halt das, was ich mitbekommen habe. Ich habe näher mitbekommen, dass die Sprache, die ich gehört habe, von den Seelen kommt, von den Klienten. Und das war dann immer sehr einfach für mich in Coachings. Ne? Wenn dann der Klient neben mir sitzt, ja, ich höre die Seele dann von demjenigen und höre seine Stimme. Meine Aufgabe ist es, das zusammenzuführen. Ja, dass er wieder seine Seele mitbekommt. Das ist meine Aufgabe. Also ich sag mal, aus der Industriebranche würde man sagen, das ist Insiderwissen. Aber letztendlich ist das ein Stück weit, du hast jemand gegenüber, der ein Problem hat, eine Herausforderung, eine Aufgabe hat, einfach zu dir kommt, weil er deine Beratung, deine Unterstützung braucht. Und es redet nicht die, verstehe ich das richtig, nicht die einzelne Person nur mit dir, wie wir beide jetzt miteinander reden, sondern da sitzen jetzt hier noch so ein paar andere oder einer, nämlich die Seele des Betreffenden. Und mit der kannst du dann auch nochmal direkt kommunizieren. Genau. Das, was du in deinem Job vorher an Analytik, an Logik gemacht hast und gelernt hast, ist aber etwas, so habe ich dich kennengelernt, was dir dann ungeheuer hilft, diese Dinge auch, also diese beiden Ebenen zu verbinden, aber trotzdem diese andere Ebene nicht außen vor zu lassen, also diese Logik, diese reine Verstandesebene nicht außen vor zu lassen. Ja, ich kann sehr analytisch sein, ich kann unternehmerisch sein, ich habe eine betriebswirtschaftliche Ausbildung auch gemacht. Und dadurch kommen auch viele Unternehmer zu mir, weil sie erstmal denken, ja klar, der hat ein Diplom, der hat dieses und betriebswirtschaftlich kennt er sich aus, komm hin. Und wir können es aufstellen, energetisch aufstellen, mit Stühlen. Wir brauchen nicht unbedingt Menschen zu sein, Stühlen. Es können Gläser sein, können kein Papier sein. Und aus meiner Analytik heraus kann ich sofort die Komplexität erkennen, kann das in mir sehen, kann es verbinden mit dem System, sehe dann halt zu dem, was ich höre, noch die verschiedenen Energien und wie sie sich verändern in Zukunft, wenn man das dann anders gestaltet. Und kann dann den Unternehmern sehr analytisch erklären, logisch erklären, was passiert da? Was passiert, wenn du so bist? Was passiert, wenn du das machst oder so? Und verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Und das Entscheidende für mich ist dann dabei, denjenigen der Eigenverantwortung zu lassen. Also nur ja nicht zu sagen, du machst jetzt das und das oder du musst diesen jenes machen, sondern ich weiß, hat alles eine göttliche Ordnung. Und das Entscheidende ist, wir sind alle in der göttlichen Ordnung drin, egal was wir tun. Und das Entscheidende ist, die Seele weiß Bescheid und die Seele will die Kommunikation zum Menschen haben, weil dann die Seele schneller, also schneller in Anführungszeichen, besser Erfahrungen machen kann, was der Mensch für die Seele machen soll. Und das ist meine Aufgabe. Und ich kann dann halt den Unternehmern sehr klar und analytisch erklären, schau, verändere das so und so und das war's. Wenn man sich eine solche Situation vorstellt, du hast jetzt einen Unternehmens-CEO, also Vorstand oder sowas, oder Geschäftsführer, und das ist ja für so jemand erstmal eine völlig ungewohnte, geradezu gespenstische Situation. Das, was seine Seele denkt, möchte, fühlt, weiß, erzählt sie dir. Also Dinge, die gerade solche Business-Leute mit Mauern umgeben und hermetisch abriegeln wollen, dass ja ihnen keiner in die Karten schauen kann. Mhm. Wie geht das? Ich akzeptiere es. Es ist ja nur meins. Es ist das, was ich mitbekomme. Es ist meins. Wie gehen die dann um, wenn du dem plötzlich sagst, ja, A, B, C, D? Skeptisch. Vollkommen skeptisch, glauben sie sowieso nicht. Ja, und das ist mir egal. Sie werden es ja sehen danach. Das heißt, dann, wenn sie es nicht glauben, sagen, okay, du weißt die Schritte hier. Das ist deine Entscheidung. Mach das, dann wird das und das passieren. Und sie werden mich eine Woche später anrufen oder 2 Wochen und werden sagen, woher weißt du es? Genau das ist passiert. Oder halt aufgrund der Konstellation kann ich genau sagen, okay, der Geschäftspartner, da musst du da aufpassen, der ist so und so, der ist ehrlich, der ist unehrlich. Ja, da musst du ein bisschen Angst vor haben, das kannst du so und so dann wieder kompensieren, das kannst du so und so machen. Und die fragen mich, woher weißt du, kennst du den? Nee, aber ich sehe es. Ich sehe es in dieser Matrix halt drin. Und sehe sofort die Unterschiede, wenn er sich verändert, was sich dann in dieser Matrix verändert. Mhm. Und dementsprechend, wir sind ja der Schöpfer von uns selbst. Das heißt, alles, was ich kreiere im Kopf, das wird passieren.
Und wenn ich das Bewusstsein dafür habe, was ich will, eine klare Linie habe, das ist eine meiner häufigsten Fragen, ja, was willst du wirklich? Und wenn der dann. Ja, das weiß der Emre. Also, wie im wirklichen Leben viele Menschen können diese Frage ehrlicherweise gar nicht beantworten. Genau. Also, es ist ja auch eine der aller schwersten Fragen. Genau. Und da arbeite ich mit ihnen dahin. Ja. Und so ist es genauso, dass ich halt manchmal von vornherein weiß, worum es geht bei demjenigen. Ja, dann kann ich schon darauf hinarbeiten. Und manchmal ist es immer in diesem Hier- und Jetzt-Zustand, wenn derjenige, wenn ich ihm eine Frage stelle, derjenige etwas sagt, weiß ich in dem Moment ja, nein. Und kann dann korrigieren und schau nochmal nach. Es geht letztlich endlich nur um die Verbindung zu sich selbst. Nur darum. Es geht auch nicht darum, mir zuzuhören und das zu glauben, was ich sage. Ja? Ich will provozieren. Hellinger ist polarisierend. Ich in vielen diesen Dingen auch. Wenn ich jemandem sage, mach das und jenes, und er sagt nein, sage ich, okay, gut, guck. Ja, und dann soll er gucken. Und ich mache damit eine Haltung, die er kennt, also Abwehr. Und in dem Moment, wo ich etwas mache, wird er noch mehr getriggert. Und in dem Moment muss er sich mit sich selbst beschäftigen. Und das ist das, was ich will. Ja, reinweg Selbstbeschäftigung. Und dann geht er seinen Weg. Wenn man sich das, ich bleibe mal auf der Geschäftsebene, vorstellt, mit jemandem, der jetzt wirklich ganz konkret in einer ökonomischen, einer unternehmerisch entscheidenden Frage zu dir kommt und Rat und Tat haben möchte, vielleicht in ein bestimmtes Projekt viel Geld investiert hat und deine Aussage ist, einstellen, aufhören, falscher Weg, Sackgasse. Ist dieser schon passiert und wie gehen die dann mit solchen, also je nachdem wie hoch auch die ökonomische Investition vorher gewesen ist. Wie geht so jemand mit sowas um? Da muss ich jetzt einhaken. Das würde ich so nicht sagen. Ich weiß, alles aber hat, okay. Alles hat seinen Sinn. Wenn ich aus einer Logik heraus beim Familienstellen, beim energetischen Stellen, ist es ersichtlich für denjenigen, wo der Schwachpunkt ist. Hm. Das heißt, in dem Moment kann er es verändern. Das heißt, er hat vielleicht viel Geld in Sand gesetzt, kommt dann zu mir, ist er zu spät. So, dann geht es aber darum, was kann ich jetzt machen? Und dann kann man natürlich neue Schritte klar machen. Aber wenn die Position noch nicht so ist, dass es vielleicht offenkundig in den Sand gesetzt ist, sondern einfach so diese Frage, ist das jetzt, ich will eigentlich in diese Richtung gehen, ich finde das gut, habe da meine Vorstellungen, habe meine Investitionen, habe mein Personal und so etwas. Und jetzt geht es um die Frage, ich kläre das nochmal ab und komme dann zu dir. Wenn es für ihn der Weg klar ist und es geht nur das, was er will, dann benutzt er seine Schöpferkraft und das stärke ich in ihm. Das heißt, in dem Moment, wo ich sein Bewusstsein dafür stärke, das wirklich durchzuziehen, die Zweifel zu beseitigen, denn wenn es Probleme gibt, gab es Zweifel vorher. Und wenn diese Zweifel beseitigt sind, dann wird er diesen Weg gehen können. Und das kann man natürlich im energetischen Familienstellen sehr gut sehen. Also vor allem jemand, der mit solchen, ich sag mal, esoterischen Sachen oder spirituellen Sachen nichts am Hut hat, der kommt zu mir, da stehen ein paar Stühle, da stellt sich an den Stuhl und sieht plötzlich einen Unterschied und merkt so, ja, hier fühle ich mich jetzt nicht gut. Und wenn wir dann verschiedene Stellungen ausprobieren, denn es geht ja nur um die Bewegung der Seele, dann stellt er sich so hin und sagt vielleicht einen Lösungssatz, boah, das fühlt sich aber gut an. Dann sage ich, okay, schau, was passiert da? Und dann gibt es diese Wege. Und das sind dann neue Möglichkeiten, die sich ja eben eröffnen in dem Augenblick. Zum Verstehen, wenn ich einen solchen Ortswechsel oder Standpunktwechsel während einer solchen Aufstellung vornehme, wieso ändert sich plötzlich in demselben Raum mit derselben Person, mit dir im Zweifelsfalle allein, es ist dasselbe Fenster, es sind dieselben Gardinen, wieso ändert sich plötzlich eine Perspektive? Ganz einfach, stell dich einer anderen Person konträr gegenüber, Nasenabstand. Ja. So, und dann fühlst du mal, wie sich das anfühlt. Machst mit einer Partnerin. Wundervoll. Machst dann mit einem Menschen, den du nicht magst. Scheiße. So einfach. Ja, okay. So einfach. Ich habe Vertriebsseminare früher gemacht. Und ich habe Leuten, die es überhaupt nichts, kein Verständnis für Energie haben, habe ich gezeigt, wo deren Energiepegel ist. Funktioniert immer. Und du brauchst dich nur zu verändern. In dem Moment verändert sich etwas. Ja, du hast deine Partnerin gegenüber, findest das total klasse. Jetzt dreht sie sich um. Schon läuft bei dir ein Film ab. Ja, drehst du dich um, läuft bei ihr vielleicht dann auch in dem Moment ein Film ab. Und das sind diese Veränderungen. Ganz kleine. Und letztendlich könnte ich als Außenstehender sagen, ja, wieso, ihr steht doch immer noch 10 Zentimeter voneinander. Wo ist dein Unterschied?
Und diese feinen Unterschiede, die werden im energetischen Familienstellen einfach bewusst gemacht. Da geht es darum, das ans Licht zu führen, die Wirklichkeit darzustellen. Darum geht's. Du hast ganz am Anfang gesagt, in dem Moment, wo die Energie fließt, ist das quasi beendet. Mhm. Oder nicht quasi, sondern ist der Job gemacht, ist die das, was Hellinger jetzt die Ordnung nennen würde, ist hergestellt und der Energiefluss funktioniert. Woran siehst du das? Woran machst du das fest? Also ich habe es leicht, ich sehe es. Ich sehe es halt, weil die Energien plötzlich fließen. Wenn eine Person da steht und es gibt eine Blockade dort, und dort steht die andere Person, fließt die Energie zu dieser Person hin und umschifft sie schön. Mhm. Ja, das kann ich sehen anhand von Flimmern in der Luft. Und in dem Moment, wenn es klar ist zwischen den beiden und beide plötzlich selber fühlen, wow, jetzt funktioniert, jetzt ist es gut. In dem Moment umschifft seine Energie nicht mehr hin, sondern sie trifft ihn. Ja, das heißt, entsteht eine Verbindung. Und diese Verbindung ist fühlbar, für mich sehbar, ja, und für die anderen meistens fühlbar, für jemanden, der damit gar nichts zu tun hat. Deswegen, Personen, die nie in einem Familienstellen mitgemacht haben, die können sich gar nicht vorstellen, dass man so Gefühle von einem anderen mitbekommt. Überhaupt nicht. Und wie oft war das so, dass die Leute in Familienstellen waren, einen Großvater vielleicht auch gespielt haben und ja, ich spüre einen rechten Arm nicht mehr. Und der Aufstellende sagt, ja, der spielt ja mein Großvater, der hat im Krieg einen rechten Arm verloren. Ja. Das sind ja diese Quantenphysik, kommt ja jetzt in diese Richtung, das zu erklären, womit das zu tun hat. Und das ist das Schöne, ich kann im Kleinen, hier auf dem Tisch, könnte ich eine Konstellation erstellen, die im großen Kosmos genauso wirkt. Wenn ich die Energien dazu einlade, muss das sich in der realen Welt genauso verändern, wenn wir hier was verändern. Und das ist spürbar. Und jeder spürt es, auch die Unternehmer, die sonst nichts spüren. Die spüren es, die sehen es. Und das war's. Und auf jeden Fall auch dann auch die Ergebnisse anschließend. Genau. Also die brauchen nicht dran zu glauben. Ja, ja. Wichtig ist, ja, ja. Das ist das, wo ich ja immer reinhacke, die Eigenverantwortlichkeit. Die Eigenverantwortlichkeit bedeutet, derjenige muss es wollen. Und dem bleibt nichts anderes übrig. Er geht dann seinen Weg. Er entscheidet sich wieder anders. Dann kann sich wieder was verändern. Aber ich akzeptiere das alleinige Recht auf ihn, sich selbst zu verwirklichen. Und deswegen ist für mich die Arbeit natürlich total klasse. Ich brauche kein Lösungsbild, ihm was zu offerieren, sondern ich mache einfach die Bewegung wieder, dass wieder kommt, diese Trennung wird verschwinden, die Bewegung kommt zustande und das war's. Und Schicksale anzuerkennen, wenn jemand krank ist und es ist ein Schicksal, krank zu sein, dann erkenne ich das an. Also alles andere ist Anmaßung. Wenn ich ein Schicksal nicht anerkenne von jemandem, maße ich mir an, gegen den göttlichen Willen irgendwie zu operieren. Das tue ich nicht, das obliegt nicht meiner Ehrlichkeit, das geht nicht. Wenn wir beim Thema Krankheit, um das vielleicht ganz kurz aufzugreifen, ist das dann eine auswegslose Geschichte für deine Arbeit? Du sagst, ich anerkenne das, akzeptiere das, keine Frage, aber vielleicht siehst du ja sogar auch bei so etwas Lösungen. Mhm. All diese Krankheiten, also das sind Dinge, die zwar in der Schulmedizin noch nicht angekommen sind, aber zunehmend klar sind ja Dinge, die ihre Ursachen und ihre Bedeutung auf ganz anderen Ebenen haben und nichts, weil es jetzt hier zu warm ist, muss ich anschließend beim Rausgehen erkältet oder so etwas. Ja. Dass 50 Leute gehen raus, davon erkälten sich zwei oder einer, obwohl für alle dieselbe Temperatur hier geherrscht hat. Also es geht um ganz andere Sachen. Ja, genau. Kann es nicht sein, dass du auch bei dem Thema Krankheit unabhängig von der Akzeptanz auch Lösungen sehen könntest? Wenn der Klient dazu bereit ist, auf jeden Fall. Okay. Ja. Also bist du immer wieder bei der Selbstverantwortung. Selbstverantwortung. Ja. Also ich muss in meiner Arbeit emotionslos sein. Ich muss hart sein. Das hat Hellinger mal schön gesagt. Das Problem ist, der Klient kommt zum Therapeuten. Und schon kommt eine Übertragung zustande. Für den Klienten, zum Therapeuten meistens ein Kind-Eltern-Abhandlung. Das heißt, jetzt ist der Therapeut in der Lage, vielleicht Vater oder Mutter von demjenigen zu spielen. So. Und da ist es ganz entscheidend, dass der Therapeut eben aus dieser Übertragung, die dort stattfindet, aussteigt. Und das wird als Außenstehender oft als hart bezeichnet. Wenn jemand jammert, oh, ich habe jetzt solche Schmerzen und so, muss es mir egal sein. Denn jemand, wenn ich sage, oh, das tut mir aber leid, ja, was kann ich tun? Und die Therapeuten hingehen, du,
tolle Arbeit gemacht, echt super. Oder wie die im Krankenhaus gesagt, wie geht's uns denn heute? Wie geht's uns dann? Ne? Furchtbar. Furchtbar, genau. Ja. Energetisch passiert Folgendes. In dem Moment, wo ich das mache, ja, nehme ich dir Energie. Das heißt, ich mache dich klein, ich nehme dir Energie in dem Moment. In dem Moment bist du nicht mehr in der Lage, in deiner Kraft zu sein. Das heißt, jetzt hast du vielleicht gerade eine gute Arbeit gemacht, setz dich wieder auf den Stuhl und dein Nachbar kommt, Michael, tolle Arbeit, klasse. Ist weg. Ja. Ja, so. Und als Therapeut musst du da auch ganz stark aufpassen, du darfst da nicht reinkommen. Und das ist für Außenstehende oft, ja, das fühlt sich hart an. Und oft habe ich gehört, hey, du bist total hart, sei doch mal liebevoll. Sag ich, ich bin liebevoll. Wie gesagt, Hellinger hat das mal genannt, die größere Liebe. Die größere Liebe ist es, klar zu sein. Ehrlich. Ehrlich zu sein. Ehrlichkeit, nur darum geht es. Ehrlich. Es geht nicht darum, andere schlecht zu machen oder gut zu machen. Gar nicht. Es geht nur um die eigene Ehrlichkeit. Das heißt, was will ich? Und das ist das große Problem. Bin ich so ehrlich, es mir zuzugestehen, dass ich ehrlich sein will? Das heißt, will ich jetzt das machen, um etwas zu bekommen, aber es ist moralisch nicht gut? Dann habe ich schon ein Problem. Aber wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, dann ist es in Ordnung. Wenn ich meine Arbeit mache und die Seele sagt mir, jetzt machst du, jetzt bewegst du den Menschen dorthin, dann habe ich das Recht von der Seele, dem Menschen beim Familienstern zu sagen, und du sagst das jetzt. Ich kann nicht. Und dann sagt er, ich kann nicht. Doch, du sagst das. Vielleicht einen harten Satz. Zur Mutter vielleicht, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Da wehrt sich alles in uns. Ja? So. Und dann in dem Moment, wenn dann derjenige das sagt, wo er so ein Problem mit hat, was er normalerweise nicht sagen würde, und ich zwinge ihn dazu, soweit ich das kann, sage, nein, du sagst es, weil die Seele mir sagt, doch, er muss das sagen. In dem Moment, wenn derjenige das dann sagt, da passieren Welten. Die Menschen verändern sich und sagen, boah, unglaublich, das tut mir total gut, das war total gut, darf ich das nochmal sagen? Wo sich alle vorher gewehrt haben. Ja, ich habe einen Familienstern gemacht, da sollte die Klientin zur Mutter sagen, ich möchte, dass du stirbst. Und alle Teilnehmer, oh, das geht nicht. Und du sagst es. Ja, das ist diese Polarisation, wie ich polarisiere und so weiter. Und die hat es dann irgendwann gesagt und in dem Moment fiel ihr so ein Stein vom Herzen. Meinte, das tut so gut. Und das haben alle Teilnehmenden mitbekommen. Und alle haben gesagt, was ist da passiert? Was ist denn da passiert? Die Energie hat sich verändert. Die hat so ein großes Schuldverhältnis zur Mutter, die sehr schwer krank ist, so ein großes Schuldverhältnis aufgebaut. Das war nicht mehr übereinzubekommen. In dem Moment, wo sie gesagt hat, ich möchte, dass du stirbst, hat sie so eine Freigabe bekommen. Die Energie hat sich ausgeglichen. Und in dem Moment ist die Energie zwischen Mutter und ihr wieder geflossen. Sie konnte die Mutter wieder liebevoll betrachten. Und die Herzensverbindung war wieder da. Also das ist ja eigentlich, insofern habe ich jetzt eben nochmal insistiert, wie das ausgegangen ist, weil das eine wichtige Geschichte ist. Du bleibst nicht mit irgendeinem brutal coolen Satz stehen und dann ist alles okay, sondern nein. Das ist die Lösung, um aus dem, wogegen man sich vorher gewehrt hat, letztendlich wieder rauszukommen. Genau. Das ist, finde ich, eine schöne Bezeichnung, von der größeren Liebe da zu sprechen. Ja, genau. Ja. Und das merkt man immer bei energetischen Stellen. So, in dem Moment kann man aufhören. Sobald es fließt, kann man aufhören. Das ist auch nicht mehr wichtig. Manchmal bringt man eine weitere Person mit hinein beim Familienstellen, auch beim energetischen Stellen. Eine weitere Person. Und oft wird gefragt, ja, wer ist das denn jetzt? Wer ist das? Spielt keine Rolle. Wir brauchen nicht mehr zu interpretieren. Und beim Systemischen musst du sehr viel interpretieren. Kannst du auch sehr viel interpretieren. Beim Energetischen interessiert nicht. Diese Neugierde wird gar nicht mehr genährt. Es wird einfach gesagt, es ist so. Was mich, weil du am Anfang mal darauf hingewiesen hast, dass die Kommunikation seitens der Seele etwas ist, was wichtig ist, interessieren würde, können Seelen lügen? Seelen können nicht lügen, nein, sie sind grundehrlich, es geht nicht, nein, nein. Also das heißt, das, was du von der Seele eines Klienten mitgeteilt bekommst, das ist, wie man sagen, lupenreine Ehrlichkeit, auch wenn es total unbequem ist. Aber also Trickserei geht auf der Ebene nicht. Nein, überhaupt nicht. Was ich machen muss, ist zu differenzieren, ist es wirklich die Seele, die da spricht oder ist es ein anderes Wesen, was da spricht? Da muss ich differenzieren. Wenn du so eine Schizophrenie zum Beispiel hast, wo vielleicht zwei Geistwesen den einen Körper beherrschen, da muss ich halt differenzieren, ist das ein anderes Wesen, was da spricht?
Und das kann ich halt für mich mit meiner Klarheit sehr klar raus dividieren, wer ist da nun, wer da wirklich spricht. Aber die Seelen sind göttlich verbunden. Seelen muss man nicht teilen, sie sind göttlich verbunden. Seelen wollen Erfahrungen machen. Der Mensch, darum geht es, dass er die Verbindung wieder zur Seele bekommt. Die Seele ist in Ordnung. Wir sagen oft Seelentrauma und so. Und da sage ich, hey, wieso? Die Seele hat kein Trauma. Die weiß ja, was passiert. Ja? Die will ja nur die Erfahrung machen durch Menschen. Ja. Ja? Das heißt, den Mensch wieder, also der menschliche Verstand, der Mensch hat einen eigenen Verstand gebildet. So, und da muss man hinterblicken. So, das heißt, ich habe einen bewussten Verstand, ich habe einen unbewussten Verstand. Der bewusste Verstand vielleicht 5%, der unbewusste Verstand 95%. Und dann kommt die Seele. Wenn ich jetzt in der Arbeit alle drei höre, muss ich klar werden, wo läuft seine Wahrnehmung hin vom Klienten. Das heißt, die Seele informiert mich, die wichtigsten Geschichten, und dann muss ich den bewussten Teil von demjenigen füttern. Das heißt, zu erklären, was ist Wahrnehmung. Das heißt, der Gedanke, den er schon hat, der Gedankenprozess, der ist bereits alt. Der kommt nicht mehr von ihm, er sei denn er sich vielleicht darüber im Klaren. Das heißt, der Gedankenprozess kommt aus alten Erfahrungen, altem Wissen. Und der ist immer alt. Und dies begründet auf den Generationen, die vorher stattgefunden haben. Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Und mein Anteil ist es, ihm das klarzumachen. Bewusstseinsarbeit. Stellen sich automatisch zwei ganz große Kardinalsfragen in dem Zusammenhang. Du hast auf die Eigenverantwortung abgehoben. Mhm. Wenn die Seele, wie du sagst, Trauma der Seele, Blödsinn, die weiß, was passiert, der will die Erfahrung hier machen. Wie passt ein solches fast deterministisches Verständnis zu der Eigenverantwortung? Vom Menschen selbst jetzt, ja. Meinst du? Ich akzeptiere das. Das heißt, wenn der Mensch nicht will, dann will er nicht. Ja, ist er denn dann eigenverantwortlich oder ist er determiniert? Er ist eigenverantwortlich. Es kommt darauf an, ist er jetzt determiniert von seiner Seele oder von seinem Verstand? Nee, ich rede jetzt von der Seele. Wenn die Seele einen bestimmten Plan hat und will hier bestimmte Erfahrungen machen und diese Erfahrung, also ich sage jetzt mal, genau, im wundervollen ausgehenden Spätkapitalismus, Menschen zu bescheißen, auszubeuten und, das ist das, was ich im Seelenplan genau drauf habe und möchte ich das gerne erleben. Genau. So, wenn das jetzt der Fall ist, dann bin ich ja in dieser Frage durch meinen eigenen Seelenplan determiniert, aber nicht mehr in der Eigenverantwortung, beispielsweise ein solches Arschlochverhalten zu ändern. Ja und nein. Okay, ja und nein. Das war meine Frage. Genau, ja und nein. Denn da müssen wir die zeitliche Komponente mit reinbringen. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Zukunft nicht geschrieben ist, genauso wenig wie die Vergangenheit, oder davon ausgehe, Polarität, die Zukunft ist bereits geschrieben, genauso wie die Vergangenheit, ist es letztendlich egal. Es ist letztendlich alles in göttlicher Ordnung. Und wenn die Seele einen anderen Seelenplan hat und der Mensch geht in eine andere Richtung, dann ist es eine Erfahrung, die die Seele macht in diesem Augenblick. Das ist egal. Also egal von dem wirklichen Sinn. Es ist egalisierend auf einer Ebene. Und das ist eine göttliche Ebene. Und dann fragt man sich nur, okay, dann inkarniert die Seele vielleicht noch einmal, um dann diese Erfahrung zu machen. Oder vielleicht noch einmal. Also es verwischen Eigenverantwortung und Determinismus dann. Mhm. So ein Stück weit, wenn ich das jetzt mit einer Logik diskutieren würde, hast du das gerade so gesagt, dass die Dinge sind ehrlicherweise nicht mehr wirklich zu trennen. Genau. Jetzt kommt es darauf an, was willst du in diesem Leben? So, das heißt, das wird ja abgefragt, auch von mir, was willst du? Was willst du wirklich? Um in deinen grundehrlichen Zustand hineinzukommen. Mhm. Das heißt, das ist die Verbindung zur Seele. Dann ist es schon wieder nicht mehr die Frage, die sich da stellen muss. Ist der Verstand da oder die Seele, die etwas will? In dem Moment, wo die Verbindung da ist, gibt es da keine Unterschiede mehr diesbezüglich. In dem Moment ist es egal. Ja, da gibt es diese Frage halt schon nicht mehr. Der zweite Punkt oder die zweite Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, damit aber letztendlich ganz eng verbunden ist, ist die nach Ethik, Moral und ist die Frage nach dem Bösen. Mhm. Wenn der Seelenplan die Erfahrung, entweder Böses zu erleiden oder Böses zu tun, impliziert, wo bin ich dann im Hier und Jetzt als Mensch? Also, ganz einfach, die Frage kannst du selber beantworten. Wer entscheidet, was ist böse und was ist gut? Das ist die Frage, schlechthin. Das heißt, es ist die Dualität. Und die Dualität lebt ja nur der Mensch.
Das heißt, der Mensch entscheidet, das ist gut, das ist schlecht. Moral. Moral wird von Menschen gemacht. Institutionen, Kirche. Nee, lass auch mal. Ich weiß, dass du mit dem Argument Kirche bei mir natürlich immer punktest, das ist schon klar. Aber jetzt mal beiseite. Diese Dinge, unabhängig von Institutionen und Kirchen, einen Menschen umzubringen als Beispiel, würde die gesamte Menschheit und in der gesamten Menschheitsgeschichte, wenn es dafür nicht ganz spezifische Gründe gegeben hätte, sondern einfach jetzt wirklich willkürlich aus Mordlust jemanden umzubringen, als etwas Böses bezeichnen. Genau. Unabhängig von Kirchen, Institutionen und von Priestern, Pfaffen und irgendwelchen anderen Typen. Genau. Insofern kommst du mir da nicht so richtig aus zu sagen, das ist menschengemacht. Mhm. Okay, von mir aus ist es menschengemacht, aber gibt es das Böse dann gar nicht? Natürlich nicht. Es kann es ja nicht geben. Böses gibt es nur in der Dualität. Das heißt, hier auf dem Mensch, auf dieser menschlichen Ebene, da gibt es Dualität. Da gibt es Böses und nicht also Gutes. Ja, die Dualität. Auf einer höheren göttlichen Ebene. In der göttlichen Ebene sagt ja jeder spirituelle Mensch, da gibt es keine Dualität. Und jetzt hören die spirituellen Menschen an. Die sagen, oh, das war böse. Ich muss liebevoll sein. Das heißt, sie wollen aus der Dualität aussteigen, aber im gleichen Moment gehen sie wieder in die Dualität hinein. Indem sie sagen, das ist liebevoll, das ist nicht liebevoll. In dem Moment ist das ja nur eine menschliche Komponente. Aus dem menschlichen, und da gebe ich dir recht, aus der menschlichen Komponente, Helling hat das mal schön gesagt, da ging es bei ihm um Missbrauch. Da hat er gesagt, wenn der Vater die Tochter missbraucht, ist es erst einmal Liebe. Und es ist gut, dass es eine Gerichtbarkeit gibt, dass es gerichtet wird auf menschlicher Ebene. Das ist wichtig. Und ich glaube persönlich, die Menschheit macht einen Entwicklungsprozess mit. Und in diesem Entwicklungsprozess muss er diese Sachen kennengelernt haben. Die, wo er irgendwann sagen wird, nein, wir wollen das nicht mehr. Wir werden uns gegenseitig nicht mehr umbringen. Wir brauchen das Warum? Nicht mehr. Weil also das stimmt mit der Logik nicht überein, die du gerade vorgetragen hast. Wenn es diese Dualität nicht gibt, muss ich auch mehr keinen Kopf darüber machen. Genau, auf der menschlichen Ebene. Verwischen zwischen menschlicher Ebene und einer göttlichen Hierarchie. Das ist ein Unterschied. Auf der göttlichen Hierarchie ist alles in Ordnung. Auch was hier unten passiert. Aber wenn die Menschheit in ein System hineinkommt, wo sie sagt, in ein höheres Bewusstsein hineinkommt und sagt, ich brauche das nicht mehr, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich es aber nicht mehr bewerte als gut oder schlecht. Aber ich bringe keinen mehr um. Aber auch nicht mehr es bewertet. Es geht nur ums Bewertungssystem. Solange irgendein spiritueller Mensch bewertet, ist er vollkommen in der Dualität drin. Dann hat das Prinzip noch nicht verstanden. Mhm. Das Wichtige ist wirklich, auf einer göttlichen Ebene gibt es das nicht. Und der Mensch hat das Problem, es zu verstehen. Und mit diesen ganzen Schwingungserhöhungen, was wir ja zurzeit haben, und auch fortlaufend in der nächsten Generation, wird der Mensch immer mehr das verstehen, dass er nicht mehr bewerten muss. Ich muss nicht mehr bewerten, die Arbeit von dem ist gut, die ist schlecht, sondern es ist eine Arbeit. Und derjenige, der doch die Arbeit mitmacht, das ist gerade sein Punkt, wo er dran steht. Das ist das. Du hast als der Mensch, der im Hier und Jetzt lebt, das Problem natürlich, dass er sein konkretes Bewusstsein und seine auch Beurteilung, aber auch sein konkretes Bewusstsein geschult, trainiert, auch erlebt, im Zweifelsfall auch erlitten, hat durch solche, durch solche Ereignisse. Und insofern, wie gehst du mit dem Thema eines solchen dreidimensionalen Bewusstseins in deiner Arbeit um? Lass mal die Gut- und Böse-Problematik beiseite, sondern einfach, wie gehst du mit dem Bewusstsein 3D in dieser Arbeit um? Ganz furchtbar. Ich könnte dann stundenlang weinen um das, was der Mensch mit dem Menschen macht. Das ist die eine Seite, diese Verzweiflung. Ich war vor kurzem im Urlaub in Spanien, habe so ein Elend gesehen, wo ich mir vorstelle, wir hätten das ganze Elend nicht, wenn es zum Beispiel gar kein Geld gäbe. Wir hätten gar keine Armut. Wäre nicht mal möglich, wenn es kein Geld gäbe. Das System wäre möglich. In meiner Arbeit muss ich emotionslos sein. Das heißt, mich interessiert das nicht. Das heißt, ich muss alles, was der Klient mir sagt, aus meiner Projektion herausnehmen. Das heißt, wenn mir jemand etwas sagt, muss ich schauen, findet es eine Übertragung statt, eine Gegenübertragung? Und diese Projektion muss ich merken. Und in diesem Moment muss ich emotionslos werden. Das heißt, Emotionen sind Reaktionen auf Gefühle. Das heißt, ich habe mein Gefühl zu merken und kann sehen, womit hat das zu tun?
Und gleichzeitig muss ich da aussteigen. Denn sonst könnte ich gar nicht mehr arbeiten. Denn wenn man mir etwas sagt und ich werde wütend, dann sehe ich ja nur noch mich. Ich wollte gerade sagen, für dich ist ja die Neutralität des Beraters, gehen wir wieder mal ganz auf diese Ebene zurück. Die Neutralität des Beraters ist ja von ganz entscheidender Bedeutung. Wenn jemand zu dir kommt, dann musst du dich ja und auch deinen Energiefluss, da stelle ich mir ja auch als gar nicht so ganz einfach vor, du bist der Bestandteil eines solchen Systems. Also du hast jetzt hier zwei Personen, die sich gegenüberstehen oder die zwei Gläser hinstellen oder zwei Stühle hinstellen. Und wie schirmst du denn dich im Sinne deiner Neutralität dann ab, dass da nicht Energien, Emotionen, Entsetzen oder Sympathie plötzlich mit reinfließen? Selbstreflexion. Ich weiß um alles, was ich tue. Das heißt, ich weiß, wie ich meine Hände bewege, wann ich meine Hände bewege. Ich weiß, wieso ich sie bewege, was will ich damit ausdrücken. Ich merke Körperreaktionen. Mein Körperempfinden ist sehr gut ausgebildet. Ich merke jede körperliche Reaktion. Und das kann ich als Tipp für mich nehmen, in die richtige Richtung zu gehen bei demjenigen und gleichzeitig zu sehen, was ist meins. Und das muss ich einfach nur davon trennen. Das ist dieses emotionslose Arbeiten. Das ist Selbstreflexion. Strikte, das ist jahrelange Selbstkasteiung kann ich nicht sagen. Disziplin. Jahrelanges Üben. Jahrelanges Üben. Das ist Kriya-Yoga, was ich gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, da sind wir bei dem, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Welche Rolle spielt das Kriya-Yoga? Kriya-Yoga führt dich zu ddir selbst. Das heißt, du gehst ja deine Chakren durch, vom Muladhara, vom Wurzelchakra, bis zum Kronenchakra, Sahasra. Und da kommt ein Kreislauf zustande, es kommen Bewegungen entstanden, die Chakren bewegen sich mehr. Und damit bekommst du viel mehr Selbstreflexion. Das war in der Zeit, wo ich das exzessiv gemacht habe, muss ich schon sagen, war ich so bewusst, dass ich abends meinen Körper hingelegt habe ins Bett und habe dann einfach geguckt, was kann ich machen. Und habe mein Bewusstsein, ach, dann gehe ich mal denjenigen besuchen, manche nennen das halt Astralreisen und konnte dann, für mich war es immer noch wichtig, musste immer noch wieder. Da ging die Party los, der Körper hat gelegen und die Party ging ab. Und dann ging die Party ab und konnte ich halt überall hin. Und das Schöne war, ich konnte es immer verifizieren, weil ich habe meinen Freund angerufen, du warst gestern Abend in der Küche und hast das dann gegessen und getrunken. Ja. Ja, wo weißt du? Ja. So. Und das war wirklich so krass. Da verliert man langsam mal Freunde, ne? Auch wenn man... Ja, ja. Das gesamte Freundeskreis hat sich natürlich das verändert. Und ich kann ja nicht mit jedem, mit den meisten konnte ich darüber nicht reden. Na klar. Ja, das ging man nicht. Sagt, wird man von dir besucht und hat selbst keine Ahnung, weil du nicht angeklopft hast. Ja, genau. Also... Ja, genau. Und das ist, da bittet man um Vorwarnung. Ja. Letztens hat noch eine Klientin zu mir gesagt, du bist indiskret. Und ich so, wieso? Dann meinte er, letztens bei der Meditation, wo du in meinen Körper reingegangen bist und sie hat genau beschrieben, was ich gemacht habe bei ihr. Und sie hat nochmal genau beschrieben, was ich gemacht habe. Und da habe ich schon geschluckt, weil ich dachte, ja, ich mache ja meine Arbeit und ich mache sie. Aber dass der Klient sie jetzt so mitbekommt, damit hätte ich das nicht gerechnet. Das sind diese Geschichten. Ja. Ja. Oder halt dann zu sagen, halt, wenn jemand laut denkt, ja, stopp, bei dem Gedanken bleiben. Sag's nochmal, was hast du gerade gedacht? Und das ist das Thema. Ja, solche Geschichten halt, das kommt dann natürlich raus. Und immer wieder distanzieren, immer wieder Bewusstsein distanzieren. Und Kriya-Yoga bringt dich dorthin. Kriya-Yoga bringt dich halt einfach in diese Selbstreflexion hinein. Alles von dir zu wissen, wo bist du, wo stehst du. Für mich war das ganz krass damals. Ich habe die höchste Stufe dort erreicht, bin auch initiiert worden. Und es ist so speziell, so diesen Verstand zu schärfen, dass du manchmal einfach nicht mehr weißt, die Menschen verstehen dich ja nicht mehr. Wenn ich ja mit meiner Partnerin sage, sie sagt etwas und ich sage irgendwas dazu, was sie wirklich damit vielleicht ausgedrückt hat. Und sie sagt dann halt so, das habe ich aber nicht gesagt. Ja, aber du hast es in Wirklichkeit gesagt. Das ist das, was du ausdrücken willst. Da gibt es natürlich oft Punkte. Da kommt so als der Oberklugscheißer daher, ne? Das weiß ich vollkommen. Auch nicht. Ich polarisiere halt. Ja. Bei der Partnerin ist es problematisch, wenn ich polarisiere, weil im Moment liebt sie mich, im Moment hasst sie mich vielleicht. Ja, das ist dann problematisch. Ihr macht gemeinsam, insofern ein schönes Stichwort, Gabriela und du, ihr macht gemeinsam auch Beratung, wo es dann wirklich um Paare und auch Paarprobleme gibt. Sagst du vielleicht einen Satz dazu? Genau. Es geht jetzt hier nicht darum, Paare zusammenzubringen, sondern sie dahin zu bekommen, wo sie in Wirklichkeit hingehören. Das heißt, vielleicht zusammen oder auch sich zu trennen. Das Schöne bei ihr ist, sie hat diese weibliche Energie, ich habe diese männliche Energie. Und das passt sehr schön zueinander.
Und wir können diese Paare sehr gut begleiten. Wir machen Einzelcoachings mit Singles, die vielleicht in eine neue Partnerschaft reingehen wollen, Beziehung nicht mehr leben wollen, sondern Partnerschaft leben wollen. Beziehung bedingt ja immer eine, ich ziehe am anderen, beziehe mich auf den anderen. Wir machen so einen Bewusstseinsworkshop, wo es diese Sachen gibt. Wir provozieren. Wenn man dann, ja, ab Herbst werden wir eine neue Reihe aufmachen mit Kriya-Yoga. Ich wollte es lange Zeit nicht weitergeben. Jetzt habe ich mich dann doch dazu durchgerungen, zu sagen, okay, es bringt in dieser heutigen Zeit, es ist wichtig, das zu machen. Es muss sein. Warum hattest du diese Sorge oder warum hast du gesagt, ich habe lange es nicht weitergeben wollen? Ich war an einem Punkt in Deutschland, wo mich keiner mehr unterstützen konnte. Ich hatte zwar meine Geistwesen, die dann immer gesagt haben, aber für mich, ich muss immer noch menschlich noch eine Komponente haben. Und da gab es keinen mehr, weil ich körperlich Sachen erlebt habe, die standen vielleicht in Büchern von den Gurus dann drin. Mhm. Ja, aber es konnte mir keiner mehr helfen. Und deswegen ist das, wenn man das sehr exzessiv macht oder sehr bewusst macht, kann es gefährlich werden, wenn man nicht grundlegend gereinigt ist vom Körper her. Und diese Arbeiten, denke ich, sind heutzutage in dieser neuen Energie, dieser neuen Dimension viel einfacher zu machen, sich viel einfacher zu reinigen. Gabriela macht ja auch diese Alles-ist-eins-Seminare, wo es um die Reinigung geht. Das heißt, wenn man das gemacht hat und dann Kriya-Yoga durchführt, kann man nur in eine Richtung gehen. Und das ist eine gute Richtung, vom menschlichen Verstand her eine gute Richtung. Und damit wird man einfach bewusster. Es geht nicht anders, du musst bewusster werden. Wenn dich mit dir auseinandersetzt, Selbstreflexion, A und O, selbstkritisch sein, aber nicht in Selbstzweifel reinzugehen. Und darum geht's. Du nennst das, was du machst, unter dem Begriff, wir blenden das nachher auch ein, Gestaltvision. Ja. Kannst du da nochmal erläutern, wie diese Dualität der beiden Begriffe, warum hast du das so gewählt, was steckt dahinter? Also ich habe auch eine gestalttherapeutische Ausbildung mitbekommen. Und die Gestalt ist das, was bei mir im Kopf vorherrscht. Das ist ein Muster, eine Struktur, eine Verhaltensstruktur. Diese Gestalt will ich nehmen und mit dieser Gestalt eine neue Vision aufbauen mit dem Klienten. Das heißt, deswegen brauche ich halt auch den Rückhalt der Seele von ihm, dass er sagt, okay, in diese Richtung muss es gehen. Und dann baue ich aufbauend auf dieser Gestalt, die mir gegenüber sitzt, aufbauend auf der Gestalt, die im Kopf von demjenigen herrscht, eine neue Vision auf, wo es dann in eine neue Richtung gehen kann. Es geht nicht darum, Altes abzubrechen oder so. Es geht darauf, neu zu programmieren, Neues zu erlernen und seinen Horizont zu erweitern. Es geht nur um Horizonterweiterung, Bewusstseinserweiterung und das ohne Drogen. Und das ist auch interessant und nicht nur langweilig. Total interessant. Sehr schön. Allein schon, wenn man sieht, wenn ich provokant bin, wenn ich mal so einen Satz sage und sage, so, wo es dann wirklich dann auch dann im Seminar manchmal wirklich so eine Konfrontation gibt und ich spiegle dann vielleicht gerade in dem Moment den Klienten und der ist dann so wütend und Gesichtsausdruck und was willst du mir sagen? Und so, was denkst du, was ich dir sagen will? Und diese Spiegelung stattfindet. Mhm. Und ja, dann plötzlich, was passiert denn da? Auch der Klient, so. Und ich muss halt immer nur aufpassen, dass er nicht überreizt wird, dass er dann den Saal verlässt. Auch das wäre vielleicht eine Erfahrung für ihn. Er muss so weit sein, dass er dann irgendwann wieder sieht, ah, das passiert gerade bei mir. Und das ist eine neue Erfahrung. Das ist Bewusstsein. Und darum geht's. Und das Angebot und Programm bei Gestaltvision ist also eine Mischung aus sowohl, ich sag mal jetzt ganz platt und pragmatisch, von Seminaren und Kursen und Trainings, aber auf der anderen Seite eben auch eben diese Form des energetischen Aufstellens im Sinne einer Einzelberatung oder Firmenberatung oder Paarberatung mit Gabriela zusammen und so weiter. Also Seminare auf der einen und Coachings auf der anderen Seite. Genau. Workshops, das heißt auf Familienstellen Tage, Wochenenden, wo man nur Familienstellen macht, um Sachen aufzustellen. Und das energetische Familienstellen geht da relativ schnell. Es ist ja kurz, im Gegensatz zum System, was teilweise 3-4 Stunden dauert. Ja, je nachdem, welchen Leiter du hast. Ja, klar. Ja. So, und das Energetische kann sehr schnell, kann 5 Minuten sein. Das geht zack, zack, zack. Und wenn die Seele eh schon will, dann geht das sowieso. Dann ist es logisch. Das ist logisch. Und das ist das Schöne dabei. Das ist Bewusstsein. Dass du wieder bei der Logik gelandet bist. Total. Ja, dass ich halt diese spirituellen Gedanken gut, was ich habe, dieses ganze esoterische Wissen, die Geistwesen, die ich sehe, verbinden kann mit dieser Logik. Ja, das Schlimme ist für mich immer, oder das Schwierige war für mich lange Zeit, das Selektieren. Welche Ebene bin ich? Wo muss ich hingehen? Das heißt, bin ich auf dem Boden? Ich muss einen Boden haben. Oder ich gehe weg und für mich ist es ganz einfach, wegzugehen in diese anderen Dimensionen. Deswegen, ich switche um und sehe dann Geister im Raum. Ich sehe die Energien im Raum. Und das kann ich halt genauso. Und da muss ich halt immer aufpassen,
dass meine Bewusstseinsarbeit für mich, meine Selbstreflexion, immer da zu bleiben. Ehrlichkeit, grundlegend Ehrlichkeit, nur darum geht's. Jeder, der unehrlich ist, hat was zu verbergen und kommt nicht weiter, der wird stehen bleiben. Das heißt, da arbeite ich meine Bewusstseinsarbeit hin, dass diejenige in seine Ehrlichkeit reinkommt, zu entdecken, wo bin ich denn? Darf ich jetzt mal lügen? Ist das in Ordnung, wenn ich das weiß? Mhm. Ja, die Bewusstheit hinter diese Ehrlichkeit zu bringen. Und dann wird er irgendwann mitbekommen, Ehrlichkeit, das bringt mich eh weiter. Und er kommt in eine Leichtigkeit hinein. Die Leichtigkeit, die er sonst nicht hat. Ja, ja. Schönes Schlusswort. Jetzt hoffe ich, dass deine Begleiter mit dem, was wir in den vergangenen Minuten gemacht haben, einverstanden und zufrieden gewesen sind, sag ich mal so. Ich hoffe es, dass wir ein Stück Aufklärung, ein Stück Informationsarbeit haben leisten können. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist. Gerne. Offensichtlich nicht alleine. Ja. Und liebe Zuschauer, www.gestaltvision.de, die Internetadresse und die Internetseite von Santosch. Wie gesagt, Informationen in der breiten Form von Einzelcoachings, von Trainings, von Workshops bis hin zu Seminaren und www.mehr-lebensenergie.eu, die Internetadresse von Gabriela, seiner Partnerin, als Ergänzung. Lohnt sich, auf beide Seiten zu gehen und vielleicht das eine oder andere an zusätzlicher Input für das eigene Leben, für das eigene Unternehmen, für die Zukunft oder für die Paarsituation zu bekommen. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.